Ausgeburten der Hölle. Gerade mal einen Schluck Kaffee nehmen. Jawohl. So. Ich meine allerdings, hier gab es noch irgendwie mehr zu sehen. So, was steht denn hier? Du musst ein scharfes Auge haben, um in den heiligen Gewässern zu baden. Scharfes Auge. Das würde bedeuten, dass ich hier auf was zielen muss. Aber ich glaube, da bin ich auf dem Holzweg. Na. Oder kann ich hier was drücken? Schauen wir erstmal, ob wir hier reinkommen. Jawohl, da ist ein Schalter. Und mein Freund mit dem Rocket Launcher hat versagt. Ja, Munition ist immer gut. Schaut euch nur mal den Himmel an und denkt immer an die Zahl 1998. Grandios. So, ich muss gerade mal was nachschauen. Ja, nach der Zeit für YouTube. Bei Unreal können das immer hier so versteckte Knöpfe sein. Entschuldigung. Man weiß nie, ob man da was drücken kann oder nicht. Der Nali-Tempel des Wassergottes. Welcome. So, wir können natürlich auch hier wieder nicht zurück. Wollen wir auch gar nicht. Wir wollen weiter im Fortschritt des Spiels. Sieht alles ganz ruhig aus hier. Eine neue Kreatur. Oder Pixelhaufen. Gesundheit ist auch voll. Gut, dann schießen wir doch einfach mal diese Kette. Irgendwas passiert. Das war fies. Und ich weiß genau, dass wenn ich hier ins Wasser purzel, so wie jetzt gerade, da irgendwo ganz bösartige Fische zu finden sind. Da. Gut. Wie gut, dass er nicht merkt, dass ich ihm in den Hintern schieße. Ich weiß nicht mehr, ob wir da irgendwo rein müssen ins Wasser. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben lang. Oh, was hast du für mich? Oh ja. Nächstes Mal gibt es mir ein bisschen mehr, ne? So, und da liegt auch die Knarre
von der wir die ganze falsche Munition eingesammelt haben. Aber ich fürchte, es passiert was, wenn ich diese jetzt ganz unbedarft einsammeln werde. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass ich da so ein hochfrequentes Rauschen im Hintergrund habe. Und jetzt merke ich so langsam, dass es die Waschmaschine ist, die im Schleudermodus sich befindet. Okay, passiert nichts. Umso besser. Hier sind wir hergekommen. Hier gibt es erstmal nichts. Schuss. So. So, und irgendwie kriege ich auch bestimmt auch diese Tür auf. Jawohl. So, hier unten ist noch verschlossen. Dann schauen wir mal, wie wir das hier irgendwie öffnen können. Gibt es einen Weg? Naja, solange es nicht allzu viele Möglichkeiten gibt, ist es auch nicht so schwer. Boah, das stinkt wie der Ausgeburt der Hölle. Die Waffe ist ganz gut. Hoffentlich finden wir auch immer genug Munition. Ich weiß genau, dass da unten noch einer lauert. So. Nur ein Krieger, der einen Stock der sechs, der den Stock der sechs Flammen bei sich trägt, darf die inneren Zeremoniekammern betreten. Sobald du den Stock der sechs Flammen zu fassen bekommst, wird das Steinsiegel aufgehen. Der Stock der sechs Flammen. Ich weiß genau, was es ist. Und zwar der Rocket Launcher. Ja gut, gibt keinen Weg. Also ab dafür. Ich liebe diese Ruckler. Ja, ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Man muss ja nicht alles kommentieren. Hinauf mit dir. Du bist ja nicht. So, was ist jetzt oder bekommt noch ein paar von euch? Danke für die Antwort. Sehe ich da noch jemanden? Auch nicht schlecht. Also das hatte ich jetzt definitiv noch nie, dass mir eine Fliege auf dem Kopf liegt. Also weder hier im Spiel noch im echten Leben. Ja gut, dann laufen wir halt mal mit Fliege auf dem Kopf rum. Mit Killerfliege sozusagen. Gut, was gibt's hier? Da hinten. Hallo.
jetzt sind wir wieder hier, wo die, wo es unsere Waffe gab. Die Frage ist nur, was hat sich verändert? Oder sollten wir was übersehen haben? Ja, ich hasse dieses Level. Ganz ehrlich. Ich verspreche euch jetzt, es wird nie mehr so lange dauern wie dieses Level. Ich hasse es. Ich habe es schon 100-mal gespielt und 100-mal blicke ich hier nicht durch. Gehen wir doch mal rein. Weil wir sicherlich irgendwas übersehen haben, vergessen haben. Nein. Tatsächlich. So, jetzt geht's hier lang. Na klasse. Danke, mein Freund. Na gut, dann gehen wir einfach hier lang. Beinahe wäre mir doch das Ding am Kopf gefallen. Ah. War ja gar nicht so schlecht, unser kleiner Unfall. So, hier ist eine kleine Falle eingebaut. Ich würde sagen, ich speichere erstmal kurz ab, bevor die mich umhaut. Ja, super. Ein Raketenwerfer mit 6 Rohren auf einem Altar. So ist das. Ich will dich. Danke. Suchen, ja. Auch hier kann ich mich dran erinnern. Aber nicht mehr gut. Übrigens stelle ich gerade fest, dass es hier in meinem Zimmer ziemlich kalt ist. So, das war's mit der schönen Waffe. Die Munition ist alle. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ja, 2 Minuten haben wir noch und dann muss ich erstmal pausieren. Wir probieren nochmal gerade hier lang zu gehen. Oder wir probieren das nicht, wir tun das einfach. Munition ist gut. An dieser Stelle speichere ich. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dann.